Alles klar. Der Pfarrer, der liegt. Als nächstes kommt der da oben, der da lang marschiert. Und der Sheriff. Doc McCoy retten. Das ist die Devise. So, ich verwende jetzt was Neues. Und zwar hier kann man nämlich das Messer auswählen. Und wenn man die Steuerungstaste gedrückt hält, kann man sich trotzdem frei bewegen. Und wenn man es loslässt, dann aktiviert er automatisch das Messer wieder. Kleinigkeit. So, zack. Da war schon der erste. Den hole ich mir jetzt schnell. Das muss schnell gehen. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht geschaut, aber Glück gehabt, weil der Sheriff, der sieht das. Das war jetzt wieder ein Wahnsinnslevel, auf dem ich hier unterwegs bin. Gut, das hat jetzt besser funktioniert als geplant. Weiter geht's. So, bevor ich jetzt kurz weitermache, habe ich noch was zu sagen. Die letzten beiden Parts, da hat sich ja die Musik relativ überschlagen. Bin jetzt mal ganz ehrlich, ich nehme das mit Kopfhörern auf. Ich bin froh, dass ich dann sogar aufgehört habe nach dem Einführungslevel von Sam jetzt, weil hätte ich weitergespielt, wären wahrscheinlich die nächsten Level auch noch so geworden. Ich habe mich jetzt umentschieden, ich habe jetzt die Musik, hört ihr vielleicht, komplett, also wirklich leise gestellt. In der Hoffnung, dass sie einfach nicht mehr stört. Ich habe auch die Aufnahmen, Einstellungen, alles ein bisschen umgestellt. Während ich aufnehme hier in meinem Kopfhörer, höre ich tatsächlich, der Sound hat sich auch beim letzten Mal für mich vollkommen normal angehört. Bei den Dialogen, ja, da hat es ein bisschen nachgezogen, also ein bisschen gelaggt. Aber das mit der Musik, das war wirklich beim Schneiden, ist mir das aufgefallen und das hat mich selber genervt. Problem an der Sache ist, was soll ich machen? Ich kann ja nicht nochmal anfangen. Also zumindest hatte ich in dem Moment keine Lust drauf, nochmal anzufangen. Ich habe jetzt die Musik einfach leise gemacht, also selbst wenn sie sich jetzt komisch anhört, hoffe ich, dass sie es verkraften lässt. Und sollte es dann gar nicht mehr gehen, dann muss ich es halt ausschalten und dann lasse ich die Musik über die Sounddatei, die da eingespielt wird, einlaufen im Nachhinein. Ist halt blöd, weil erstens ist ohne Musik spielen schon ein bisschen sehr lame. Und noch dazu ist ja dieser Warneffekt weg, sollte jemand ausflippen von den Gegnern. Deswegen ist Musik eigentlich schon sehr essentiell wichtig in diesem Spiel. Aber wie gesagt, ich hab's jetzt mal, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Ich habe die Musik wirklich runtergedreht. Hier wäre ganz aus, also leiser geht es nicht. Alles andere ist jetzt wieder ist ein bisschen lauter. Ich hoffe, es klappt. Also ich hoffe es wirklich. Wenn es jetzt wieder so kacke ist, ich werde es jetzt auch so machen, ich werde jetzt mal ungefähr nach der Länge eines Parts mal hier Pause machen und mir das mal anhören. Deswegen mache ich das, deswegen mache ich jetzt auch Folgendes. Nee, ich könnte ja eigentlich bei dem anderen dann einfach wieder anfangen. Egal, ich mache jetzt mal weiter. So. Alles klar. Genau. Jetzt bin ich voll aus meinem Konzept rausgekommen. Ich schaue mir mal die Karte an. Das ist immer gut. Gut, wir sehen hier den Sheriff, aber der Sheriff hat ein Problem. Es ist sehr schwer, die da runter zu bekommen, ohne dass die andere Hälfte der Karte mit runterspaziert. Ich glaube, in diesem Saloon sind auch mehrere Gegner drin, also Schießen hat auch keinen großen Effekt. Was geht, ist eventuell der hier schon. Aber auch der ist relativ schwierig. Laut Ansage, laut Plan geht es ja erstmal hier runter zu dem Wagen. Also sollte ich wahrscheinlich auch einfach diesen Weg erstmal einschlagen. Den Sam lasse ich jetzt mal stehen. Das liegt daran, weil der Sam ein Spacko ist. Nein, weil der Sam leise sein ist nicht gerade seine Stärke. Er ist halt eher der darf mal ein bisschen fesseln. Und so, das darf er machen. Da geht er raus. Jetzt sehe ich das erst. Und hier ist irgendwo eine Tür, gell? Das heißt, die Uhr. Ja, natürlich, die Uhr. Na klar. Na, mal sehen. Schnell sein. So. Ja, und jetzt? Oh, ich habe die Tasten schon wieder vergessen. L, genau.
Der guckt explizit in diese Richtung von dem Gegner. Das hat man ja gerade gesehen. Und jetzt geht er nach oben. Geht er jetzt in meine Richtung? Weil wenn nicht, lege ich die Uhr da schnell hin. Er geht natürlich zuerst in meine Richtung. Alles klar. So, jetzt flott. Das war vielleicht ein bisschen lang. Egal. Angekommen. Bin mal gespannt, wie das jetzt mit der... Das nervt mich vergewaltig, das mit der Musik. Weil es eigentlich... Egal. Was soll ich dazu sagen? Es nervt mich extremst, weil das eigentlich keine Qualität ist in dem Sinne. Und ich konnte es nicht mehr ändern. Ich hoffe einfach, dass es jetzt besser ist. Die Uhr läuft. Natürlich, jetzt kriegt ihr das nicht mit. Weiß nicht, ob er sie vielleicht... Ist dort jemand? Aha, das hat er aber jetzt schnell registriert. Hey, Deputy, was denn los? Scheiße, jetzt holt er den. War jetzt so natürlich nicht... Ja! Alles klar. Was? Sieh dich mal da vorne um. Genau, mach das mal. Und während der jetzt da kommt, werde ich ihm jetzt einfach ein Messer ins Gesicht schießen. Ungefähr so. Auf geht's. Dann schnapp ich ihn mir, nimm ihn mir und geh einfach weg. Ich fass es nicht, das hat voll funktioniert. War dein Schmarrn. Alles klar. Ich drück jetzt R. Gespeichert. Ich hoffe, das passt so, weil er müsste weg sein. Selbst wenn ich lade, kann ich noch schnell weglaufen. Jo, war nicht geplant. Aber wenn der sein Deputy vorschickt... Dann stirbt der halt. Ist halt dann einfach so. Gut, Sheriff. Aber was ich halt lustig finde, ist, es interessiert ihn einen Scheiß, was mit diesem Deputy ist. Es interessiert ihn einfach nicht. Ich meine, der ist weg, der ist wahrscheinlich tot. Ist ihm furz egal. Ah, jetzt steht er da hinten. Das dauert jetzt, Mann. Also ich persönlich, wegen der Musik, ich höre sie wirklich sehr leise. Die Effekte sind um einiges lauter. Ich wünsche es mir so, dass es passt. Es wird mich so nerven, wenn es diesmal wieder nicht passt. Komm, jetzt. Ist die Uhr schon aus. Mach hinne jetzt. Okay. Ich habe den Kommentar übrigens gelesen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, John Cooper ist Tatsache die Stimme von Bruce Willis. Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, finde ich schon klasse. Also, ist mir, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ach ja, jetzt hat er es geschnallt. Oh, das hätte ich voll vorausahnen können. Natürlich, ich habe es vorhin noch gesagt. Und jetzt holt er eine Menschenmenge, oder? Das killt mich jetzt, glaube ich. Außer ich gehe da schnell rein. Wenn ich jetzt viel Glück habe, kann ich ihn mir raus. Grabben, ohne dass Schlimmeres passiert. Was macht er? Sieht er die Uhr? Reagiert er auf die Uhr? Was macht er? Es fängt das Reiten auch noch an. Ach Gott. Hör mir doch auf, du Pfeifendeckel. Er hat es jetzt gebracht? Gar nichts. Alles klar. Natürlich. Na, mal sehen. Vollkommen logische Reaktion. Ja, und jetzt? Jetzt geht er wieder rein. Sieht er jetzt die Uhr oder lässt er sie liegen? Oder was macht er? Er lässt sie, glaube ich, einfach liegen. Ist ihm egal, oder? Ach, Kacke! Vorwärts. Ja, das war jetzt irgendwie... Voll out of... Oh, der kommt wieder unten raus. Schnell weg. Ach, jetzt geht er da nochmal hin. Boah, ist der anstrengend. Jetzt mal ohne Schmarrn, was ist denn mit dem los? Jetzt muss ich mir dann was anderes überlegen. Ich kann ja nicht dauernd stehen bleiben. So kriege ich den nicht down. Jetzt mal schauen, was macht er denn jetzt? Jetzt guckt er nämlich da. Nein, jetzt geht er wieder raus. Hat sich jetzt sein Rhythmus. Macht er das jetzt die ganze Zeit? Scheiße. Er bleibt halt auch nicht mehr stehen, das heißt, ich kann ihn auch nicht mehr überraschen. Ach, Kacke. Der kommt hier raus, das heißt, wenn ich hier stehen würde, er sieht mich sofort.
Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte hier auf ihn warten, wenn er rauskommt. Vorwärts. Mach das jetzt nicht mehr. Ist noch jemand? Ja, und jetzt? Ich hab's mal erklärt, Holz, hören Sie. Man macht da, dreh dich mal um. Und los. Ah! Boah, das war wieder ein nicer Dicer. So. Na, mal sehen. Was man sich merken sollte, wenn man eine Leiche im Haus ablegt, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, dann bleibt die da auch. Also die kriegt man auch nicht mehr raus. Gut, der Sheriff ist down. Hat ein bisschen länger gedauert. Macht nichts. Und jetzt los. Geht's um den da unten. Weiter geht's. Weiter geht's. So, was ist das nochmal? Keine Ahnung, einfach reingehen. Ja, und jetzt? So. Ah, das Ding hat keinen anderen Ausgang. Das war wieder dumm. Weiter geht's. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist da keiner. Oder? Soll ich dem jetzt eine reinklatschen? Na klar, was soll's. Einfach mal ausprobieren. Mhm. So. Und los. Also ich stelle mir das richtig schön vor, weil der Herr Mr. deutsche Stimme von Bruce Willis diese ganzen kleinen Geräusche und dieses ganze Zeug hat er halt alles aufnehmen müssen. Sammy Boy. Spielen wir es hart. Spielen wir es hart. Wie in alten Zeiten. Will gar nicht wissen, was er in alten Zeiten hart gespielt hat. So. Dann da. Ja, ihr habt die Kommentarmenge auch hochgestellt. Also, na, weiß ich nicht. Kleinigkeit. Also, sie sagen halt jetzt fast immer was. Eigentlich immer. Einmal jetzt nicht. Doch, er sagt was, okay. Egal, ja, was soll's. Das soll jetzt den Spielspaß nicht verderben. Den lassen wir mal hier stehen. Schnell speichern. Speichern ist wichtig. Und jetzt. Mal gucken. Geht da jemand Patrouille? Der sitzt da und der da. Dann kann ich ja jetzt eigentlich schon mich um den da kümmern. Okay. Der Sam kann von mir aus schon mal da reingehen. Ich liebe das. Einmal da rumgeladen. Ah! Angekommen. Jetzt oder nicht. Scheiße, 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 scheiße. Mhm. Boah, war das wieder dumm. Meine Güte. Der hat das einfach gehört. Was soll denn das? Alles klar, hoffentlich legt er sich wieder hin. Ich warte mal, was er macht. Er bleibt jetzt stehen, oder? Sieht so aus, als würde er stehen bleiben. Ich schau mal, ob ich ihn irgendwie anders dran kriege, wenn ich einfach da so ein Messer reinwerfe. Alles klar. Halt, Quatschkram. Jetzt kriechen, jetzt. Ich lerne ja manchmal draus. Kleinigkeit. Wer ist da? Angekommen. Unfassbar, der hat sogar das gehört. Das kann nicht sein. Na, mal sehen. Was ist denn mit dem los? Alles klar. Alles klar, so. Der da rein. Du holst dir dein TNT. Okay. Heiße Sache das. Dann leg dich mal dahin. Dich brauche ich erstmal nicht mehr. Schneller. Ja, und jetzt? Speichern. Oh, so, wieder ein gutes Stück geschafft. Das ist eine Patrouille und als nächstes wird es der hier wahrscheinlich werden. Ist das Beste, vermute ich jetzt mal. Der da oben, der ist schmarrn, weil ich da nicht hochkomme. Also wenn ich ein Messer werfe, habe ich auch schon ein Problem. Mhm.
Ah, auf Schiff kann ich mir das anzeigen lassen. Alles klar. Ja, auch gut zu wissen. Ja, war jetzt Zufall. Na, mal sehen. So, wie kriege ich dich jetzt ran? Der guckt lange weg. Der guckt lange weg. Der geht hier. Der andere kommt. Das sehe ich an der Karte. Der ist gleich da. Jetzt oder Stelle ich nie? mich mal hier hin. Und in einem Patrouillengang. Den muss ich jetzt noch abwarten. Weil sonst laufe ich dem voll rein. Na komm, mein Bubi. Herzilein, du musst doch nicht traurig sein. Los. So, Auf jetzt. geht's. Auf geht's. Ich zücke mal das Messer, drück Steuerung. Der guckt Na, mal sehen. darüber. Und wie weit kann ich gehen? Bis hierher. Tja, und jetzt? Tja, und jetzt, wenn ich loslasse, trifft er den schon. Kleinigkeit. Hey, Jetzt oder nie? was liegst du da? Dann wollen wir mal. Nein, nicht! Mir doch jetzt egal, Alter. Wenn ich ihn Alles schnell klar. wegtrage. Ah, Moment. Ah! Ich hab was vergessen. Boah, wenn die petzen geht, ich glaube, das war doch in dem Level so. Wenn die petzen, ne? Kleinigkeit. Boah, dann hängen die den Dock. Die dürfen das nicht mitbekommen, dass ich existiere, aber die beruhigt sich, Gott sei Dank. Oder macht die noch irgendwas? Oh, was macht er da oben? Was glotzt er so dumm? Nein, er sagt nur Weiter Servus, geht's. okay. Da kommt der Ander. Checkt der das? Das muss ich jetzt unbedingt abwarten. Ich leg mal die Leiche ab. So. Checkt der das? Oder wird gel. Nein, das ist doch nicht dein Ernst! Nein! Bitte nicht! Da oben ist mir egal. Der ist kacken, beruhig dich, der kommt irgendwann wieder. Was macht er bloß? Der darf nicht schießen, wenn der schießt, ist alles verloren. Er sucht noch. Jetzt beruhigt er sich wieder, oder? Er hat sich am Arsch gekratzt, das heißt, er ist wieder glücklich. Nee. Komm schon. Die Frau da oben, die ist nervig. Jetzt beruhigt dich. Nein! Wo brennt's denn? Ergreift diese Banditen! Was passiert jetzt? Hängen die ihn? Nee. Nein? Da passiert nichts anscheinend. Der geht auch ein. Alles klar. Traue ich mich jetzt zu speichern oder traue ich mich nicht zu speichern? Aber ich glaube, die haben sich beruhigt. Jetzt kommt schon wieder der Vorsichtige. Das ist das Problem bei mir, wenn ich sowas spiele. Ich bin manchmal so dermaßen übervorsichtig. Ich würde auch jetzt noch 5 Stunden warten, in der Hoffnung, um zu gucken, ob was passiert. Aber weil ich euch das jetzt nicht antun will, drücke ich jetzt einfach mal speichern. Oh, ich schwitze schon richtig am Rücken. Das hat mich jetzt innerlich hat mich das jetzt also wirklich aufgewühlt. Bin emotional hart gestresst. Jetzt oder nie? Jetzt oder nie. So. Jetzt kommst du dran. Dann wollen wir mal. Dich nehme ich einfach im Vorbeilaufen mit. Und zwar, indem ich Kleinigkeit. das Messer zücke und Steuerung drücke. Alles klar. Er soll mich jetzt noch nicht sehen. Alles klar, jetzt geht er Alles da klar. lang. Auf geht's. Komme hier vollkommen durcheinander. Nichts funktioniert, wie ich es brauche. Jetzt Okay. ist die Karte im Weg. Ich drehe durch. Kleinigkeit. Kleinigkeit.
Was für eine Verschwendung. Wahnsinn, war das jetzt eine schwere Geburt? Hier ist gerade alles, ich habe hier gerade alles gedamaged, weil meine Hände wollten, ich muss auch mein Mikrofon gerade richten. Falls sich das jetzt gerade komisch anhört. Ich habe gerade alles gedamaged. Ich war gerade in heilloser Panik unterwegs. Ich mache jetzt die scheiß Karte weg, die regt mir auf. Die hat mir gerade alles verkackt, weil ich durch das, dass ich Steuerung und so drücken musste, konnte ich natürlich mit dem Pfeiltasten, ne, die Karte nicht hinterher schieben. Also, was mache ich dann in dieser Situation? Wild um mich schlagen, in der Hoffnung, ja, dass es irgendwie funktioniert. Egal, da hat er geklappt. So. Speichern. Gut, die Frage jetzt, kümmere ich mich, halt, falsche Taste, kümmere ich mich um diese Frau? Muss ich ja fast, wenn ich die am Leben lasse. Also ich lasse sie am Leben, aber wenn ich die da rum alles klar strawanzen lasse, dann könnte mir das Genick brechen, okay. Weil ich meine, ich bin ja der Johnny Boy. Wo guckt denn der eigentlich hin? Guckt der zu der Frau rüber? Auf dahin? Nein, okay. Das heißt, die Frau, die ist jetzt dann gleich nicht mehr da. Kleinigkeit. Weiter geht's. Weiter geht's. Na, mal sehen. Schlaf. Ha. Als ob nichts gewesen wäre. Das ging jetzt einfach zu schnell. Also, da ist einer, der sieht mich. Das habe ich gerade schmerzhaft gelernt. Und vermutlich war das der da. Aber der guckt ja hier auch hin. Das ist ja suboptimal für mich. Wie mache ich das jetzt? Dann muss ich kurz brainiacken, was ich machen soll. Den Wagen sprengen, alles klar, das wäre doch jetzt die Idee, wenn ich jetzt den Wagen sprenge, weil dann ist doch logisch, dass die Aufmerksamkeit bei dem Wagen liegt und dann laufen die alle da runter. Ich weiß bloß nicht mehr, ob sie dann auch da bleiben, im Sinne von, muss ich sie dann noch killen oder nicht. Und los. Ich laufe jetzt einfach mal darüber. Oh, jetzt sieht mich gleich die Frau. Oh nein! Oder auch nicht, okay. Alles klärchen. Ihr zwei geht jetzt mal beide da rein. Oh Mann. Ach nein, dich, du nicht. Oh Mann. Okay. Du bleibst da bei mir. So, speichern. Das TNT-Fass habe ich ja schon. Das macht Spaß. Jetzt gehst du mal darüber. Kinderspiel. Und dann sprengen wir das jetzt da mal in die Luft. Klappt ja wie am Schnürchen. Komm, mach Henne. Immer dieses langsame Gehen. Ich liebe das. Mach die Platz Oma da oben. Wie weit geht denn das? Das ist wenn nicht weit. Sache das. Schnell weg. Jo. Jo. Puh. Aber sie kommen alle. Seht mal da drüben nach. Wenn ich mich jetzt nicht irre, bleiben die da jetzt auch stehen. Die meisten. Wer ist das? Ah! Ich hab die Leiche vergessen. Hey, was hast du? Ja, das ist schlecht. Jetzt weiß ich nicht, ob das so gut ist, dass der da noch rumrennt. Hier ist kein Platz für Faulenzer. Mist. Ermordet. Ermordet. Ja gut. Okay, das hat jetzt ein paar da runtergelockt. Die stehen jetzt da auch ganz lustig. Jetzt ist die Frage, was macht der? Die zwei, die bleiben da, die muss ich noch so ausschalten. Aber wenn die jetzt dann alle hier so bleiben. Ach komm schon. Nee, das will ich so nicht. Das ist ja voll für den Arsch. Sammy Boy, komm. Nein, halt.
Auf geht's. Johnny Boy, du bist der Richtige, den ich brauche. Du bringst ihn weg. Das hat ja keinen Sinn so, ja, wa? Wenn die da ständig wegen dem, ich meine, die Faulenzer haben hier keinen Platz. Haben wir ja gerade gehört. Na, mal sehen. Ja, im Vergleich zu den anderen Levels brauche ich diesmal schon wesentlich länger. Kleinigkeit. Aber das war mir schon klar, dass das da... Also, Sache, das. Wer Desperado spielt, der sollte etwas Zeit mitnehmen. Einfach mal so nebenbei Levels durchrushen, das kann ich zumindest nicht. Das macht Spaß. Also, weiß ich nicht, gibt bestimmt jemanden, hier gibt bestimmt ein paar Speedruns. Kommt mir gerade ganz cool, würde, sollte ich mir vielleicht auch mal anschauen. Okay. Ist er angekommen? Ja. So. Jetzt. Sprengen. Wegrennen. Das macht Spaß.